Heute geht's weiter in Lüdenscheid. Was da heute genau passiert und was alles so schief läuft, das seht ihr in dem Video. Hast du noch Schlüssel dabei? Nee. Ich bin dafür, wir schlagen die Scheibe ein und dann machen wir da irgendwelche Bretter vor. Von innen. Nein, Mann! Warum sollen wir das machen, Alter? Das cool, lass doch mal eine Karte da, vielleicht steckt uns die Tür auf. Hast du eine? Vor allem, Alter. Das ist vielleicht cool gesagt, aber so die ganzen Bretter haben wir halt noch nicht dabei. Na, wir finden bestimmt irgendwas. Kommen wir auf jeden Fall schon mal um die Ecke. Ich schlag die Scheibe ein, Alter. Ich bin, glaube ich, falsch, denn das wird hier oben sein, ne? Ich wäre schon drin. Das ist echt nicht für die beste Idee, Alter. Also, einfach gar nicht. Dann bauen wir das hier ganz sauber auf, bauen heute ein neues Schloss ein und dann ist das eine sichere Tür. Echt? Boah, ich würde dann gar kein Hackmack machen. Ich würde die einkloppen und dann fertig. Machen wir irgendwas, finden wir, machen wir da rein. Ne, wir finden nichts. Wir haben null was dabei dafür. Echt? Ob wir das jetzt kaputt machen oder nicht, ne? Ja. Das Schloss aufbohren und wechseln müssen wir sowieso. Das müssen wir sowieso machen. Deswegen eigentlich könnte man das jetzt eigentlich aufbohren und reingehen. Also holen wir jetzt in der Werkzeugkoffer. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Schraubendreher. Und du hast doch den einen Schlüssel, der gepasst hat. Das stimmt, Alter. Das ist sehr gut, Alter. Damit ist das nur noch besser. Ja. Perfekt. Erste Sache. Das war noch fast schneller wie Scheibe einschlagen. Das war schneller wie das Scheibe. Das war richtig schnell, ne? Das stimmt. Nicht schneller, aber schnell. Schnell, war sehr schnell. Erstmal alles reintragen jetzt hier in die gute Stube und dann wird hier auf jeden Fall unser Schlafzimmer werden für die nächsten zwei Tage, also für eine Nacht. So. Hier ist nicht viel, aber hier ist richtig viel. Es ist immer wieder faszinierend, wie viel Zeug man mitschleppt zu den Wohnungen, ne? Ja. Das ist unglaublich. Ja, dann haben wir letztes Mal euch ein bisschen erzählt, was wir machen, aber was wir jetzt die nächsten zwei Tage machen ist, also ich bin definitiv erstmal hier in dem Raum, ich wichse diesen Fliesenspiegel weg, dann tue ich alles absaugen, mache überall Grundierung drauf, dann kommt überall Rotband rein, da sind so Löcher, ne? Sieht man ja. Da sind Löcher, hier vorne kommt Rotband drauf. Und in den Löchern, in dem Zimmer sind Löcher, mach die alle fix und fertig mit dem Flur. Das eine Zimmer da hinten darfst du dich ja austoben. Wenn das fertig ist, dann hat sich das für mich eigentlich für heute hier erledigt. Aber du bist ja da hinten beschäftigt, zwei Mann können nicht, dann fange ich an die Türen zu schleichen. Das muss nämlich auch heute erledigt sein, bevor wir morgen grundieren. Genau. Hier ist der Fliesenspiegel. Das sieht nicht aus wie ein Fliesenspiegel, ist aber einfach drüber gespachtelt worden. Das ist scheiße. Das ist Driss. Den haut der Eduard wie gesagt ab, den haut er auch ab hier. Den haut er auch ab und ich kümmere mich komplett hier um dieses Zimmer. Wir wollen morgen, wenn wir hier raus sind, überall hier Sanierungsputz auf die Wände aufgetragen haben. Wir hoffen, dass das klappt, dass mit der Zeit halt alles ein bisschen knapp kalkuliert jetzt, weil der Thomas ist leider nicht mit dabei. Ja, auch hart, wenn wir jetzt alles schaffen, was wir zu dritt vorhatten. Ne? Ja, weil ich finde schon, ein Mann ist halt schon viel, ne? Das ist richtig viel. Ja. So, bei mir sind jetzt auf jeden Fall beide Akkus leer. Boah, das ist der festeste Fliesenspiegel, den ich kenne. Also bis jetzt ging alle easy ab, aber der ist bombenfest. Jetzt sind beide Akkus leer, also hätten wir vielleicht doch eine Maschine mitgenommen mit Kabel. Aber so ist das nun mal. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Was macht der kleine Mike hier? Oh, guck mal. Der sprüht. Der sprüht. Bei mir sind beide Akkus leer. Einer ist aber gerade am Laden, der ist gleich voll, da mache ich weiter. Der Fliesenspiegel sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 2 Viertel Fliesen. Ja, perfekt. Und dann ist er weg und schauen wir, wer hier ist behindert. Der ist einfacher. Der hier. Der hier ist hoffentlich was einfacher, aber die sind echt bombenfest. Leck mich am Arsch, Alter. Ey, ich will eine Sache sagen und zwar machen wir ja jetzt, der Eduard und ich, bald diesen Sponsorlauf sozusagen. Und alle, die unsere Videos gucken, können mal bei den anderen Immofluencer unter die Videos schreiben, dass die doch auch mal für uns spenden können, weil wir wollen das für einen guten Zweck spenden, das ganze Geld. Wir sind uns noch nicht zu 100% sicher, wie wir das am besten mit Spendenquittungen machen. Ich habe den Erwan Narin mal, den Anti-Coach mal angeschrieben, wie der das damals im Ahrtal gemacht hat, aber ihr könnt ruhig mal so die Welle bei allen anderen YouTubern machen
dass die mal bei uns spenden können. Ich werde auch selber alle anschreiben, mit denen ich so Kontakt habe, aber ich finde, das kann man schon machen. Ist eine wohltätige Sache und dann kann man ruhig mal die Werbung drauf. Und dann macht der Mike da am Ende so einen Abspann, wo alle so runterlaufen. Genau, ja. Alle. Wir haben uns auch erstmal gedacht, dass wir nicht alle nehmen, aber wir werden alle. Der Erste, der sich gemeldet hat, der Allererste, der sich dafür gemeldet hat, war direkt der Felix Jung, unser Nachbar aus dem Industriegebiet, der Malermeister Jung. Super Typ. Der hat direkt, nachdem er das bei Instagram gesehen hat, gesagt, direkt, ich spende auf jeden Fall. Das ist nicht für uns. Auch wenn der Mike sagt, die können für uns spenden, das ist gar nichts für uns. Nicht mal einen Cent. Genau. Und wir tun auch noch was spenden. Dabei. Wir tun noch was drauf. Ich tue auf jeden Fall 500 Euro von mir, will ich noch dabei tun. Ja, so viel tue ich nicht, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, ich will, weil ich habe eine Sache, wo ich das hinspenden will. Ja, ich weiß. Da tue ich auf jeden Fall noch 500 Euro dabei. Deswegen. Das wollte ich nur einmal auf jeden Fall loswerden. So, Eduard, jetzt Päuschen oder was? Jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Ich habe auf jeden Fall weniger geschafft, wie ich gedacht habe, weil nur dieser Fliesenspiegel war über eine Stunde. Und du hast gesagt, ich mache beide 5 Minuten. Den da hinten habe ich in 3 Minuten weggehauen. Ja, ne? Das stimmt. Junge, ich meine, du kannst ja mal in dem einen zeigen, was da für Stücke geflogen sind. Ja. Das konnte man quasi alles mit dem Staubsauger einsaugen, was ich da runtergewichst habe. Guck dir das mal an. Das war so die Durchschnittsgröße, Alter. Ja. Das war verrückt. Ekelhaft, ja, das ist echt ekelhaft. Ich bin hier auch die Tapeten am nass machen und am nass machen. Da sind aber immer an den Stößen. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Irgendwie diese komischen Bänder hier mit eingelegt und die sind komplett abgefuckt loszumachen. Komplett abgefuckt, so ganz kleine Fisselchen. Ja, und hier will ich gar nicht zu viel filmen, weil Das ist das Ganze. Ja. Aber das ist definitiv eine Horizontalsperrung nach oben, was gar nicht so übel ist. Ja. Das ist gar nicht so übel. Wir dachten halt, das wäre was anderes, aber das ist wirklich nur eine Horizontalsperre. Ja. Unser schlimmstes Denken war ja, das ist ein Riesenriss. Ich werde nicht schlau daraus, die ist auf jeden Fall gut für die Seite vom Haus, aber nicht so gut für die Seite vom Haus. Deswegen. Ja, müssen wir nehmen, weil wir wissen, ob da nicht auch einiges. Ja, klar. Dann haben die doppelt gemoppelt, ich weiß nicht, die geht da oben auch lang. Scheiß drauf, egal, das wird auf jeden Fall hier toll werden. Wir machen das mit. Was haben wir hier? Sanierputz, Entfeuchtungsputz. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, das hat sogar jemand mal empfohlen und wir haben letztens in dem Live-Chat hier gequatscht, wo dieser hier, den wir jeden zweiten Freitagabend machen. Ja. Der hat gesagt, der hat das schon mal gemacht und da ist wirklich nach Jahren war das super gewesen. Auch quasi auf so eine, ich glaube sogar auf so eine Kellerwand, ne? Ja, deswegen, wir probieren das auf jeden Fall aus und dann werden wir sehen, ob das klappt oder nicht. Wenn das klappt, dann werden wir sehen, ob das klappt oder nicht. Wenn das klappt, ist perfekt. Wenn das nicht klappt, dann gucken wir weiter. Wir essen jetzt erstmal was. Noch eine Frage. Ich habe oft gesehen, dass man den Kollegen auch einfach ohne den Sack benutzen kann, weil der ist voll. Hier, der ist richtig voll. Wir haben keinen anderen mehr. Ich glaube, man kann den ohne benutzen. Könnt ihr mal unten echt mal reinschreiben, ob das okay ist, wenn ich den jetzt ab jetzt für die nächsten 2 Tage ohne Sack benutze. Wir kaufen auf jeden Fall neue, aber die nächsten 2 Tage ohne. Ich habe auch irgendwo mal gehört, dass wenn man schleift mit dem Festungsschleifer, dass das sogar besser ist ohne Sack, dass der irgendwie mehr Kabums hat. Ich weiß es nicht genau. Ich mache es einfach. Vielleicht hat er kurzzeitig mehr Kabums, ist aber nach 3 Wochen kaputt. Aber schreibt das echt mal in die Kommentare. Weil ich kann ja auch Wasser saugen. Mit dem kann man auch Wasser saugen und das machst du definitiv ohne Sack. Wir haben mit unserem Kerl auch schon mal Scheiße gesaugt. Konnte auch. Die Wohnung ist halt echt klein. Man merkt, dass man zu wenig Platz hat, das ganze Werkzeug und das Material irgendwo zu verstauen. Ne? Ich auf jeden Fall. Man hätte ein bisschen Fleisch, man hätte ein bisschen mehr in der Karre lassen können. Ja. Aber dann braucht man was, da rennt man hoch. Und wir haben ja auch wirklich nur das eingeladen, was wir brauchen für heute und für morgen. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Und war wirklich gut, dass wir die Scheibe nicht kaputt gemacht haben, weil es steht hier wirklich nichts rum, was wir da hätten vorschrauben können. Und dann hätten wir den ganzen Müll wieder in die Karre laden müssen, morgen Abend. So können wir halt ein bisschen was hier lassen. Ja, wir müssen das Schloss aber noch wechseln dann, aber das machen wir morgen. Ja. Aber ich habe den Tisch mal gebaut. Eduard hat den gebaut. Nee, Eduard wollte einfach die Tür schleifen. Natürlich Zufall entstanden. Fertig, wir sind durch für heute. Wir haben 10:30. Sollen wir mal einmal zeigen, was wir gemacht haben bis jetzt?
Oh, das ist nicht sichtbar, ne? Ach, ne, ist nicht sichtbar, Alter. Das ist echt sichtbar, Alter. Das stimmt, scheiß drauf, komm, wir gehen trotzdem mal rum. Ja, komm. Ja, in dem Zimmer ist ohne Scheiß. Kabel versenkt. Das Kabel versenkt, der Heizkörper abgebaut. Und hinter dem Heizkörper war Tapete. Genau, die haben wir noch abgewichst, boah, die war richtig fest. Muss man jetzt leider so sagen. Ja, dann hier auch, ne? Das gleiche. Den Heizkörper ab und die Tapeten weg. Da hat der Eduard schon beigeputzt. Da war der alte Fliesenspiegel. Das ist jetzt Plan. Und da wird drüber tapeziert. Die Löcher sind auch alle dicht. Ja, genau. Oh, hier sind richtig viele Löcher. Ja. Die haben wir vorher grundiert, die Löcher. Und der Eduard hat die dann abgespachtelt. Ja, und ich war hier den ganzen Tag hier im Rotzraum hier. Oder eine Treppe angezeichnet ist an der Wand. Weißt du, die tobst im Winter gehabt. Hier ist jetzt grundiert. Boah, jetzt geht's, ne? Doch, jetzt gut. Jetzt das geht's. Riecht so schön, ich mag das, Alter. Wenn man grundiert und alles fällt so runter, das nimmt den ganzen Staub ja mit auf den Boden. Der klebt ihn am Boden fest. Ja. Und ich mag das. Und die Räume so richtig frisch wie so ein neues Auto. Jo. Ich hab nur bis hierhin grundiert, ne? Bis zu der Tür da. Ja, bis dann machen wir auch morgen. Ja, morgen machen wir hier alles mit Gewebe zu, an der Wand und an der Wand. Und mit Renovierungsputz. Sanierungsputz heißt der, ne? Sanierungsputz. Ja, Sanierungsputz, ich weiß nicht, wie der jetzt hier heißt, aber ich glaube, mit Sanierungsputz kann jeder was anfangen. Ja, boah, der ist mir hier eben umgekippt, ne? Der wäre voll auf den Boden geklatscht, wenn die Spießbitte nicht gestanden hätte. Ja, nicht schlimm. Scheiß drauf. Also ich nicht mal noch sauber. Boah. Also ich würde es versuchen. Ja. Junge, ja, Mann, das ist schon... Die Wohnungen sahen so ähnlich aus, ne? Die waren ja, wenn man die frei pustet, was sagt ihr? Sollen wir den sauber machen hier oder sollen wir neu kaufen? Egal, das war's auf jeden Fall jetzt für heute von dem Video. Morgen geht's weiter. Mit einem neuen Video. Mit einem neuen Video. Wieder aus der Wohnung hier. Und dann wird wieder ein bisschen mehr passiert sein wie heute. Sagt immer der Summit, der sagt immer jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist bei uns ganz genauso. Genau. Also, peace, Leute, bis dann. Und wir haben uns neue Teller und Löffel gegönnt. Ja, dem Thomas richtig. Auch, ne? Der weiß das noch gar nicht. Yeah. Thomas, du hast auch so Teller gekriegt, genau. Mit Löffelchen, Gabel. Richtig auf die Kacke gehauen haben wir da. Guck, schön. Oh, ist Plastik, ne? Nicht cool. Ne? Das ist Mehrweg. Das ist nicht Plastik, das ist aus alten PET-Flaschen bestimmt gemacht, 100%. Ja, denke ich auch. Aber eins, was wir heute festgestellt haben, ne? Für zwei Leute Essen eingekauft. Und wenn man das jetzt abzieht, waren wir so bei 75 Euro. Jo. Und das war nichts Besonderes. Nein, echt nicht. Das ist verrückt, wie teuer alles geworden ist. Jo, echt. So, jetzt war es das aber. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. 100%.